Hallo, hallo und willkommen bei einer neuen Runde von Battlefield. Wir sind dabei, mit einem fetten Panzer hier durch die Gegend zu fahren und ein bisschen für Wüstung zu sorgen. Und ich glaube, es gelingt uns ganz gut. Ich fühle mich einfach so übelst mächtig mit dem Panzer hier. Feuer! Wollen wir weiter? Vorwärts, so! Und... Wumm! Was zur Hölle war das? Dass die da noch leben. Treffer! Feuer! Okay. Der Hund will hoch. Er will mitmachen. Oh! Hund, du hast uns in eine sehr brenzlige Situation gebracht. Erledigt! Edwards, bring uns rüber! Sich der Panzer ein bisschen schwer für die kleine Brücke hier? Und? Wumm. Oh, war noch lang. Ja, machen wir gleich. Oh, das ist aber tief. Klug von dir. Oh, das ist doch voll die Falle, oder? Auf geht's. Sie haben auf uns gewartet. Wir müssen hier Scheiße! Weg. Scheiße! Ich habe keinerlei Zugkraft. Treibt sie zurück, Jungs. Lasst das in Ruhe. Kopf, Sir. Sie bewegt sich nicht. Kopfhörer. Richard, Sir. Die Taube. Bist du verrückt? Du bringst uns alle um. Edward, hinter dir. Boah. Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir.
Ne, dürfen jetzt die Tauben fliegen? Oh, ist das cool. Ich will ja, aber... Ist das heftig, wenn man das so hier als Taube dann so wahrnimmt und so... Alte Schwede. Oh, bin ich schon wieder rausgeflogen. Nein, nein, nein. Soll ich bestimmt nochmal losfliegen? Brieftaube! Ah, nee, doch nicht, okay. Neue Befehle! Befehle vom Feldsir! Von Townsend! Feuerbefehl! 3, 1, 4, 10! Boah! Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Alter Schwede, oder? Haben wir überlebt? Haben wir überlebt? Höllisches Glück, Townsend. Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Manchen. Verdammt! Vor uns ist Nebel, ich sehe keine 20 Meter weit! Wir brechen durch. Edwards, ich fahre, du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Ach, jetzt soll ich plötzlich laufen, ja. Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edwards. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Hallo, pass doch mal auf. Was
muss und so. Ich hab was gehört. Hier ist keiner mehr. Tja, alles ist frei. Das war Zauberei, Fahrer! Wahre Zauberei! Als gäb's den Krieg gar nicht! Was? Zurück! Ich breche durch den Draht! Ich bin halt Mädchen! Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorn. Ist ja alles voll! Ist alles voll! Ist alles voll!
Keine 5 Minuten Ruhe darf man hier haben. Also die Schrotflinte ist ja hier voll für den Arsch, ne? Ah, komm schon, Junge, reiß dich zusammen! Du musst uns hier durchbringen! Ich bin voll dabei. Du musst da einiges einstecken. Hol deinen Werkzeugkasten und gib dein Bestes. Werkzeugkasten. Also, ist ein bisschen kaputt, oder? Gute Arbeit! Sieh dich vor, darum kümmern wir uns. Oh, pieksig. Kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Geh hoch, geh hoch. Panzer braucht Hilfe, der ist nämlich gleich hinüber. Ja, toll. Wieso warten die nicht einfach? Ich mach das schon. Jetzt darf ich bestimmt von vorne anfangen. Alle müde, aber du musst jetzt noch mal den Weg gehen. Also Abmarsch! Also versuchen, ohne zu kämpfen. Hier liegst du gut. Was los? Dein Gehirn bleibt noch ab. Schön hier. Hast du was gesehen? Rede mit einem, den dein Geschwätz interessiert. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. Was für ein Haufen Scheiße. Das hab ich nicht verdient. Jede Nacht Wachdienst. Der Hauptmann ist so ein Arschloch. Der Mauer durch ganz Europa ziehen soll. Nachtdienst mehr für dich. Stinkt mir so. Ich bin's nicht.
Geschwätz interessiert. Ich kann's nämlich nicht mehr hören. Alles gut? Wie sieht's denn aus? Was denn da immer so? Geschwätz bringt uns nach oben! Oder vor das Kriegsgericht! Wir müssen ihn... Ich lauf durch. Wir finden ihn schon! Erwischt. Geht kein Risiko ein. Fordert Hilfe ein, wenn ihr ihn seht. Er kann nicht weit sein. Müssen ja jetzt alle kaputt sein. Halt, du Bastard!
Gott sei Dank. So. Nicht übel, Edwards. Gleich sind wir raus aus dem Wald. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir sie! Ich kann da jetzt ehrlich gesagt sehr wenig tun. Gott sei Dank. Danke mir. Vor uns liegt das Vorfoss. Wie es aussieht, sind sie auf Bess vorbereitet. Sie ziehen ihr Feuer auf uns, während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. Okay. Reparier den Panzer. So, wir sind leider am Ende der Folge. Oh Mann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage ciao. Bis nächste Woche. Wuhu!